Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mr. Prepper. Es ist, glaube ich, Inspektionstag. Auf jeden Fall ist das Ende für den Wolf gekommen, so viel ist mal sicher. Mal schauen, ob das klappt. Ich habe ein bisschen Angst. Handeln erhöht deine Vorbereitung. Ah. Okay, das Ding haben wir umgedreht. Hier müssen wir zudecken. Oder kommt er erst morgen? Ich weiß das gerade gar nicht. Wo läuft der jetzt hin? Der ist ein bisschen verwirrt. Gut, dann machen wir noch ein paar. Hier haben wir noch ein bisschen Paletten kloppen hier. Dann bauen wir noch mal einen Schrank. Ich soll das vielleicht von außen zudecken. Was ist denn heute die Inspektion? Ich weiß das wirklich nicht. Zudecken. So, dann müssen wir jetzt erstmal was essen. Okay. Und dann gucken wir mal, was wir hier gekriegt. Und dann geht's ab in den Wald. Ausgeruht sind wir ja noch. Okay. Geld haben wir gekriegt. Und der Nancy verkaufen wir. Jetzt würde ich keinen Schrank mehr haben. Ernsthaft. Jetzt will sie Tische haben. Ach, Nancy, schauen Sie. Okay, dann reisen wir mal kurz den Wald, erledigen den Wolf. Das klingt so zuversichtlich, aber... Weiß nicht, ob das übertrieben ist mit der Zuversicht. Was ich übrigens faszinierend fand, ist, wir haben ja gerade schon mal so einen kleinen Vorgeschmack gehabt, wie viele Sachen der ausrüsten kann. Was ist hier eigentlich los? Reparieren? Ein Hebel und 15 mal Metall. Wie viele Sachen wir ausrüsten können? Das fand ich gerade schon ein bisschen krass. Hier, somewhere. Danger, do not cross. Okay. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ist halt so. Oh, wie viele Fallen wir hier aufstellen könnten. Ich will nicht zu viel Gewicht an Bäume verlieren, weil... Oh, da hört man die Wölfe schon. Den Wolfrahmen. Dann hier mal eben. Alles. Gut. Leute. Es geht los. Ich habe Angst. Geld. Essensration, das ist gut. Vogelfedern. Können wir bestimmt irgendwas rausbauen. So, ja, da ist der Hebel. Hier sind die Wölfe. Er sieht nicht gerade stark aus, dein erster Kampf startet gleich. Klicke auf den Wolf, um ihn anzugreifen. Halte die Steuerung-Taste gedrückt, um Angriff eines Wolfes zu blocken. Oder entferne dich vom Wolf, um auszuweichen. Nutze deinen Schläger im Kampf. Viel Glück. Das ist schon so ein bisschen brutal, ne? Gut. Ja, es ist die Frage, machen wir es erst in Obermotz? Ja.
Geschafft! Das war ja einfach drin. Hebel nehmen. Oh, noch eine Gondel. Cool. Noch mehr Geld, noch mehr Rationen. Wieso geht... Achso. Weil ich dumm bin, dass es knallt. Jetzt müssen wir Jenny bei ihrer Hütte besuchen. Wo ist die denn? Können wir die Wolf nicht irgendwie häuten oder so? Oder war das bei den Wölfen hier hinten ein Durchgang? Nee. Doch! Ah, und wir können hier alles mitnehmen. Genau, so war das. Diese Ladeschirme irritieren mich immer, weil es ja ein 2D-Spiel, ne? So, Sonnenblumenkerne. Ein Hochbeet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht nur für Dekopflanzen ist. Mhm. Dann nehmen wir hier mal noch mehr Samen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt ist das Gewicht zu voll. Oh, warte mal. Dann machen wir das so. Samen sind jetzt erstmal wichtiger. Okay. Und dann können wir mit Jenny ja jetzt auch handeln. Da ist sie. Ha, hallo Gänseblümchen. Bob und ich wollten dir Danke sagen, dass du den bösen Wolf besiegt hast. Ich hoffe, dass du dir nicht wehgetan hast. Nein, habe ich nicht. Bitte, nenn mich ne... Ach, egal. Gern geschehen. Und ja, mir geht es gut. Jenny freigeschaltet. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt, da ich meine kleine Hütte und Werkstatt wieder habe, würde ich gerne mit meinem kleinen Kochexperimenten weitermachen. Viele meiner Freunde in der Stadt haben gewisse Schlafstörungen. Weil ich so eine nette alte Dame bin, will ich natürlich helfen und ich experimentiere gerade mit verschiedenen Zutaten für einen Kräutertee. Ich habe von seltsamen Pilzen gehört, die in der alten Mine außerhalb der Stadt wachsen. Könntest du mir ein paar von den Pilzen mitbringen? Ich habe das Gefühl, dass sie gut in den Tee passen. Ein Tee mit Pilzen. Ja, sicher, warum nicht? Wunderbar. Sei einfach vorsichtig, junger Mann. Die Mine ist ein gefährlicher Ort. Es gibt auch die Chance, dass du dort eine freundliche Seele triffst. Jetzt geht's aber ab hier. Du willst sonst noch irgendwas finden? Nö, ne? Gut, dann reisen wir mal zurück. Warum ist das hier so? Was für ein okkulter Ort ist das denn hier eigentlich? Gut. Hier einmal lang. Nach Hause. Hä? Oh, der war da und wir waren... Erfolglos, ich komme morgen wieder. Das Entziehen von Getreuen hat ernste Konsequenzen. Aber wieso... Ich dachte, das würde angezeigt. Oh nein. Was für ein Drama. So, was möchte ich? Jenny möchte Stühle und Tische haben, okay? Und wir wollen schnell pflanzen. Achso, wir müssen erstmal hier aufdecken. Dann pflanzen wir mal schnell. Didi. Ach, das sind andere Samen? I see. Okay,
Dann holen wir noch mal eben die Samen. Oh Mann, ey, da haben wir die Kontrolle verpennt. Da machen wir die noch in diesem Video. Das war jetzt überhaupt keine Absicht. Shit. Ich hoffe, ach ne, und dann kommt der und dann sind wir ja sowieso schon vor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn dann? Da ist das Spiel vorbei, ne? Dann müsste ich nochmal von vorne starten. Dann würde ich nochmal bis hier hinspielen. Oder so. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Hm. Ne? Okay, wir müssen auch gleich schlafen. Dann handeln wir nochmal schnell die Tische und Stühle weg. Und gucken bei Sergej. Was ist das denn? Zwei auf Lager, nur eine normale Kiste. 20 für 10. Und was war aus den Paletten? Da haben wir doch viel bessere Preise rausgekriegt, ne? Gut. Dann einmal schnell noch zum Kühlschrank. Die Beeren rein. Wildfleisch rein. Und dann schlafen wir mal. Und dann kommt ja morgen die Kontrolle. Dann können wir ja morgen, während der Kontrolle macht, ganz unauffällig ein bisschen was kochen oder so. Das sollte ja kein Problem sein. Also normalerweise wurde doch dann irgendwie angezeigt, dass der kommt und dann so ein Countdown auch oder so oder nicht? Meine ich. Da bin ich jetzt aber gerade, das erschüttert mich. Da bin ich ja von mir selbst erschüttert quasi. So, also Kühlschrank öffnen. So, Beeren. Fleisch. Und dann gucken wir mal, was können wir da Leckeres kochen. Mmh. Rübensuppe. Da fehlen natürlich Rüben. Karotten fehlen Karotten, klar. Dann hier gebratenes Wildfleisch. Und Blaubeeren-Smoothie. Was glaubt er? Wollen wir nicht die ganze Zeit das Stromzeichen? Heißt das, dass wir zu wenig Strom haben? Zeitung. Was können wir damit denn machen, außer Altpapier? Lesen. Briefträger vermittelt. Ich wusste es. Die örtliche Pol mit das Suche nach vermissten Brief eingeleitet wurde. Erwarten Verzöger bei der Zustellung Briefen und an Güter. Alle Bürger in den letzten Tagen Kontakt zu Vermissten hatten werden gebeten, sich bei der örtlichen zu melden tätigen. Die Bürger. Verantwortung, höchste Tugend. Ich glaube, die haben ein Problem mit German Umlauts, aber das ist nur so ein Verdacht. Da war das Geld von der guten Jenny. Und dann ist gleich ist Inspektion, das heißt, wir gehen nochmal schnell hier was herstellen. Was haben wir denn da noch? Wir können. Was wollte die jetzt haben heute nochmal? Ich bin hier ganz verwirrt. Treberob, Treberaff. So ist das. Ah, sie nimmt wieder Schränke. Sehr gut. Mhm. Da mal noch einen. Und dann nehmen wir davon noch einen. Okay, sie würde noch weitere Schränke nehmen. Und entdecken. Alter Schwede. Regal und Schrank würde sie noch nehmen. Okay.
Okay, so, Regal. Da ist gerade ein Baum hergeflogen. Was ist denn hier los? Aber ich soll nicht mehr Latten am Zaun haben, angeblich. Das ist der Briefträger doch. Pfanne. Oh, da müssen wir mal gucken, ob die Sachen... Wir könnten eine Pfanne aus einem Metall herstellen. Da müssen wir mal schauen. Die Jenny wollte ja auch Pfannen haben, ne? Ja, ja, lebhafter und so. Hm. So, handeln. Nancy. Erstmal kriegt die nochmal ein Regal. So, sie zahlt 5 für eine Pfanne. Ein Metall wird benötigt. Und bei Serge kostet ein Metall... ...3,50 kostet Metall. Ein Metall kostet 3,50. Könnt ihr jetzt mal so eine Lampe kaufen? Eine Palettenkiste. Also wenn ein Metall 3,50 kostet und wir können Nancy für ein Metall 5. Das ist ein Gewinn. Glas. Ein Glas 5. Zwei Glas 10. Also Metall... sagen, das können wir machen. Okay. Oh, Inspektion ist da. Baseballschläger weg. Und zudecken. Sehr gut. Unter der vorherigen Regierung haben wir für jede Durchsuchung einen Durchsuchungsbeschluss gebraucht. Dies war nachteilig für den Schutz von Sicherheit und Wohlbefinden. Für alle Bürger von Miracleville und des Landes ist es von Vorteil, das eigene Haus sauber und aufgeräumt zu halten. Überprüfung der Legalität läuft. Okay. Achso, während der da unterwegs ist, kann ich gar nichts machen. Okay. Fehlende wichtige Gegenstände. Eine Brotdose, eine Metallkiste, eine Pfanne fehlt. Gut, da haben wir gerade eine hergestellt. Drei von den Kisten und zu viele Fässer. Okay. Das heißt, wir könnten eine von den Pfannen, die wir gerade hergestellt haben, hier hinlegen. Dann haben wir beim nächsten Mal weniger Probleme. Habe ich überhaupt welche hergestellt? Oder war der Typ schneller als ich? Gucken wir erstmal alles nehmen. Guten Tag, Nachbar. Was ist denn jetzt wieder? Hi. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich in Miracleville lebe. Ach. Einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich. Komisch. Die ist auch immer komischerweise da, ne? Was habe ich denn hier noch? Achso, da waren die Aufträge wahrscheinlich noch auf, ne? Tim, 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 tim. Na komm. Okay, er baut nichts weiter. Er zeigt nur irgendwie komische Zeiten, an die nun herspringen. Wird wohl irgendeinen Grund haben. So, wir brauchen eine Pfanne. Da machen wir 3 Stück. 2 verkaufen wir. Wir machen keine Pfanne, weil unser Gewicht ist übervoll.
Dann machen wir das so. Und Altpapier. Okay, wir können theoretisch auch Sachen wegschmeißen. Interesting. Ich nehme mal den. Ja, gut. Hab ich ja nicht gesehen, wa? Gut, dann werfen wir mal eben unsere Pfannen weg. Und eine würde ich dann, wie gesagt, behalten. Ach so, wir haben die noch gar nicht gebaut. Okay. Sehr schlau von mir. Die Blaubeeren wären schlecht, dann essen wir die mal alle. Und einen von den Braten. Und hier gehen wir mal bewässern. Das mit den Pfannen würde ich aber gerne noch erledigen, bevor wir schlafen müssen. Stellen wir mal Wieso springt er denn mal raus? Dann stellen wir einfach mal 4 Stück her. Okay, es wird zu spät. Okay, und dann eine Pfanne. Ich wollte mal gucken, ob man die in die Küche reinstellen kann irgendwie. So, genau. Dann würde ich sagen, wir gehen schlafen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben ja jede Menge geschafft. Da bin ich mal gespannt, was dann geschah. Schauen wir mal. Also, gute Nacht euch und danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und eure Daumen nach oben. Denkt daran, dass ich staffelweise aufnehme. Diese Folge ist also entstanden am 11.3. Macht's gut. Tschüss.